So, unsere Suppe ist jetzt gleich fertig. Und dann können wir uns da, Thermomix mehr jetzt schon, können wir uns das Ergebnis anschauen. Und das Einzige, was wir jetzt im Grunde genommen in der Küche eben halt an Spülsachen hätten, wäre der Mixtopf selber. Und der Mixtopf geht komplett in die Spülmaschine. Da sind die Anschlüsse so verarbeitet, dass er eben halt spülmaschinenfest ist. Das heißt, die Küche ist sauber und wir können trotzdem eben halt ja, den Eintopf, den wir haben, in die Spülmaschine tun. Und ich bring dich um. Die Küche ist sauber, Schatz. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns jetzt das Ergebnis einmal an. Von unserer fertigen Suppe. Und das richtige Ergebnis, wie die Suppe eben halt aus dem Teller aussieht, seht ihr dann gleich, wie gesagt. Und dann wünschen wir euch allen beim Nachmachen viel Spaß und anschließend einen guten Appetit. Bis gleich!